Hi, ich bin Olli. Ich betreibe den YouTube-Kanal Vape Devil. In der letzten Zeit fällt es massivst auf, dass sich der Umgangston im Themenbereich Dampfen auf YouTube und auf Facebook in eine immer negativere Richtung entwickelt. Was dort teilweise geschrieben, gesagt oder getan wird, geht absolut unter die Gürtellinie. Ich persönlich würde mir wünschen, wenn wir respektvoller miteinander umgehen. Denn wenn du mich respektierst, respektiere ich dich. Alle, die in diesem Video mitwirken, stehen für einen Hashtag. Hashtag Respekt. Hi, hier ist Jasmin vom Kanal Minjas oder besser bekannt als Dampfeuphorie. Mir ist in den letzten Wochen bzw. schon Monaten aufgefallen, dass ja eine sehr angespannte und negative Stimmung auf YouTube bzw. in der kompletten Dampfer-Community herrscht. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum und finde es wahnsinnig schade, dass nicht mehr respektvoll miteinander umgegangen wird. Ihr dürft nicht vergessen, dass wir wirklich alle dasselbe Ziel verfolgen. Unser Ziel ist es, jeden Raucher von der Kippe wegzubewegen und ihm ja die weniger schädliche Alternative, eben die E-Zigarette, zugänglich zu machen. Und genau das solltet ihr euch an dieser Stelle alle wieder in eure Köpfe rufen. Wir verfolgen alle dasselbe Ziel. Genau aus diesem Grund sollten wir respektvoll miteinander umgehen und alle, statt gegeneinander zu schießen, zusammenhalten. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich heute mit dem Hashtag Respekt und dampft alle fröhlich weiter. Hi, mein Name ist Andi und mit meinem Kanal Andi Dump Fidelity stehe ich zu 100% hinter dem Grundsatz, einen respektvollen Umgang miteinander zu pflegen. Der Zusammenhalt in der Gemeinschaft und die Wertschätzung des anderen sollte generell an erster Stelle stehen. Jeder, der Content produziert, egal ob bei Instagram, YouTube oder Facebook, gibt sich Mühe mit dem, was er tut und hat dafür alleine schon den Respekt verdient. Behandelt andere einfach so, wie ihr auch selbst behandelt werden möchtet. Denn andere klein zu reden oder schlecht zu reden, macht euch selber nicht größer und auch nicht besser. Es gibt einen Zusammenhalt in dieser Gemeinschaft und in dieser Community. Und das sieht man alleine an diesem Video. Denn egal, ob der Kanal groß oder klein ist und egal, wie weit wir teilweise räumlich alle voneinander entfernt sind, wir haben gemeinsam dieses Projekt auf die Beine gestellt und realisiert. Und damit sieht man doch eigentlich schon, was in dieser Community möglich ist. Hashtag Respekt. Ich bin der Saba, auch Dampfbossi genannt. Ich habe in meinem Sommervideo bereits auf den Hashtag Respekt hingewiesen, weil ich mir einfach wünsche, dass wir eine Dampfer-Community sind, dass wir miteinander statt gegeneinander arbeiten, dass wir zusammenhalten und dass wir das der Welt da draußen auch zeigen, dass wir Leuten, die zum Dampfen kommen, also weg von der Zigarette, behilflich sind und sie nicht in Facebook-Gruppen dissen oder blöd anmachen. Und daher stehe ich mit all meinen Kollegen hinter dem Hashtag Respekt. Hey Leute, hier ist der David von Vape Scene Investigation. In letzter Zeit herrscht in unserer Community ein ziemlich rauer Umgangston. Kaum mehr Respekt von den Leuten untereinander. Doch gerade jetzt in dieser Zeit sollte es uns doch besonders wichtig sein, zusammenzuhalten. Es wird uns von allen Seiten schwer gemacht. Von den Medien, von den sozialen Netzwerken. Jeder will uns irgendwo einen Riegel vorschieben. Und gerade jetzt sollten wir gegenseitigen Respekt zeigen und alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Nämlich, dass die E-Zigarette eine wundervolle Alternative ist zur herkömmlichen Zigarette. Wir sollten Leben retten, gemeinsam, mit gemeinsamem Respekt. Ciao. Hallo meine lieben Dampferinnen und Dampfer, ich bin's, euer Dampfdidas. Wir als Dampfer haben sowieso schon hart genug in unserer Community.
Von überall wird gegen die Dampfer und gegen die E-Zigarette geschossen. Lasst uns gemeinsam Hand in Hand dagegen vorgehen, dass auch nicht Dampfer gegen Dampfer vorgehen. Diese ganzen Real Talks, diese Möchtegern-Real-Talk-Videos, die aufhetzerisch sind, die Leute gegen andere Leute aufhetzen, die machen doch keinen Sinn. Helft doch uns, wir sind doch alles Leute, die für die Gesundheit stehen. Hand in Hand als Dampfer und nicht gegen Dampfer. Macht es gut, passt auf euch auf, schön weiterdampfen und friedlich sein. Euer Dampfdidas. Hallo, mein Name ist Thorsten vom YouTube-Kanal Steamcastle die Dampfburg. Und mein Name ist Thomas, auch vom YouTube-Kanal Steamcastle die Dampfburg. Im Sinne der Community, lasst uns die Schwerter senken, uns nicht mehr bekämpfen, sondern uns verbünden und gemeinsam für unsere Sache kämpfen. Wir sind ein Heer, wir sind die Community. Hashtag Respect. Hallo, ich bin der Simon vom Kanal Vapesy Investigation. Ihr seid alles erwachsene Menschen und niemand von uns kann euch sagen, wie ihr euch benehmen sollt. Was wir machen können, ist euch zum Nachdenken anregen. Denn der Ton in der Szene ist stellenweise doch schon arg aus dem Ruder gelaufen. Und ich würde euch gerne mal zwei Dinge zum Nachdenken mit auf den Weg geben. Das erste ist, wenn man andere Menschen mit Scheiße bewirft, dann hat man vor allen Dingen eins, Scheiße an den Fingern. Alles, was ihr sagt, was ihr schreibt, was ihr tut, das fällt auch irgendwie auf euch zurück. Und wenn ihr auf Facebook total eskaliert mit Beleidigungen, Unterstellungen oder auch im Ton total abdreht, dann nehmen andere das wahr. Und wenn ihr dann irgendwann mal was ernsthaft diskutieren wollt, irgendwas, was euch nicht so aufregt, wo ihr argumentieren wollt, wo ihr gehört werden wollt, dann nehmen euch die Leute dann nicht mehr ernst. Das zweite ist, es ist immer am einfachsten, so über Menschen zu sprechen und sowohl inhaltlich als auch im Ton, wie man es machen würde, wenn man direkt vor denen steht. In der Realität 50 cm zwischen den Gesichtern. In den meisten Fällen ist das wohl nicht so. Wenn ihr mal ehrlich seid, auf Facebook ist der Ton nicht der gleiche, wie man ihn wählen würde, wenn man real vor dem oder derjenigen steht. Aber warum ist das eigentlich so? Muss das so sein? Hi, ich bin Schmartin vom Dampfsport-Dojo und vom YouTube- und Twitch-Kanal SchmartinTV und meine Ethiklehrerin hat früher immer gesagt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und diesem Spruch bin ich leider oft nicht gerecht geworden und habe böse oder negativ behaftete Kommentare abgelassen. Ich habe aber jetzt für mich erkannt, dass es keinen Sinn macht und ich versuche das auch schon eine ganze Weile abzustellen. Dementsprechend wünsche ich auch, dass ihr das vielleicht versucht und dass wir gemeinsam die Zeit, die wir dadurch gewinnen und auch die Energie dafür verwenden, gemeinsam die E-Zigarette zu stärken und mehr Raucher auf unsere Seite zu holen. Nicht, weil irgendjemand damit mehr Geld verdienen will, sondern einfach, weil es Leben retten kann. Und ich wünsche mir wirklich, dass ihr alle mal darüber nachdenkt. Und wie schon Simon gesagt hat, denkt einfach darüber nach, wie ihr reden würdet, wenn die Person direkt vor euch stehen würde. Gegenseitige Anfeindungen haben überhaupt keinen Sinn. Außer, dass am Ende jemand angepisst ist und der andere, sich ein neues Ziel suchen muss. Dementsprechend, vielen Dank für diese Videoidee und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hi, ich bin Sascha, aka Vaping Viking vom Kanal Vaping Viking. Und auch ich unterstütze die Aktion Hashtag Respekt, weil ich es unheimlich schade und traurig finde, dass nicht nur im Dampferbereich, sondern allgemein bei allen Themen mittlerweile die Diskussionskultur einfach verloren gegangen ist. Ist jemand nicht der gleichen Meinung, wird sofort gehatet, geflamed, beleidigt, teilweise sogar schon diskreditiert und öffentlich Rufmord begangen. Das ist so unnötig wie ein Kropf oder ein zweiter großer Zeh. Das braucht kein Mensch. Es sagt ja niemand, dass nicht diskutiert werden darf. Ganz im Gegenteil, das ist wünschenswert. Es darf sich auch mal gestritten werden. Aber Beleidigungen schwächen doch jede Argumentation um 150% und machen mein Gegenüber nicht mehr respektabel. Ja, diskutiert auf einer vernünftigen Ebene miteinander, streitet euch, tauscht die Meinungen untereinander aus und möglicherweise, eventuell, vielleicht findet sich dann sogar ein gemeinsamer Kontext, mit dem man arbeiten kann und auf dem man sich verständigen kann. Also in diesem Sinne, behandelt euch respektvoll. Ich bin raus, euer Wikinger. Hallo, ich bin der Marci. Und ich bin der Jan, wir sind vom Liquid Killer. Uns ist ein guter Umgang in der Community sehr wichtig. Natürlich kann man mal anderer Meinung sein als der Gegenüber.
aber muss es oft so ausarten, dass man sich beleidigt, dass gehatet wird. Jeder in dieser Community ist ein kleiner Teil des Großen und Ganzen. Und am Ende müssen wir an einem Strang ziehen, um ans gewünschte Ziel zu kommen. Es ist uns wichtig, dass wir uns am Ende einer Diskussion noch immer in die Augen schauen können. Wir sind alles nur Menschen in einer großen Registry-Welt. Wir können nur voneinander lernen. Setzt euch doch mal hin und denkt darüber nach, um wieder eine Gemeinschaft zu werden. Daher unterstützen wir den Hashtag Respect. Yo Freunde, was geht? Tony Waves back hier am Start. Ich wollte mich eigentlich bloß mal zu der Sache äußern, dass momentan in der Dampfer-Community es regelrecht zu einer Hate-Community geworden ist, wo Leute gegeneinander schießen, anstatt zusammenzuarbeiten. Im Endeffekt ziehen wir alle an einem Strang. Was ist momentan passiert? Was ist hier eigentlich los? Man hört von oben durch die Medien gehen Gerüchte, die E-Zigarette wäre scheiße. Die E-Zigarette ist scheiße, E-Zigarette explodiert, E-Zigarette macht die Lunge kaputt. Von oben kommen die bösen Nachrichten und wir hier unten als Community. Wir streuen die Nachrichten noch breiter, wir regen uns drüber auf, was passiert, wir hassen uns gegenseitig, wir beschimpfen uns gegenseitig, jeder hatet über den anderen. Dabei sollten wir eigentlich respektvoll miteinander umgehen, weil wir eigentlich das gleiche Ziel verfolgen, die Menschen von der Zigarette wegzubringen, ihnen eine bessere, gesündere Alternative aufzutischen und das wieder als gemeinsames Ziel sehen, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam nach vorne zu gehen, eine große Community zu bilden, in der man zusammenhält, indem man wirklich seinem Gegenüber den Respekt zeugt, den er auch verdient hat, denn du respektierst, was ich tue und ich respektiere, was du tust. Und bevor wir als Dampf-YouTuber uns wegen diesem Shitstorm jetzt quasi selbst kaputt machen, sollten wir einfach gemeinsam nach vorne gehen, eine große Community bilden und zeigen, wir halten zusammen. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute mit dem Hashtag Respect, Vape on, Vape safe. Ihr kennt die ganze Geschichte. Wir sehen uns, Freunde. Haut rein und macht's gut. Moinsen, Leute. Ich bin Tjark oder der Diggemann aus dem Norden. Hashtag Respekt, das ist das Schlagwort dieses Videos. Ich finde es eigentlich schade, dass ein Video wie dieses überhaupt nötig zu sein scheint, denn ein respektvoller Umgang miteinander und eine gewaltfreie Kommunikation sollten eigentlich keine Fremdwörter sein, sondern eine Sache der guten Kinderstube. Wir sind alle nur Dampfer und keiner ist besser als der andere und von daher einfach mal die Spritze aus dem Arm nehmen, mal schön Gang runterschalten und dann geht das auch wieder. In diesem Sinne, Schüssinger. Hi ihr Lieben, ja, mein Name ist Didi Diamond. Was soll ich sagen? Also zu den ganzen Sachen, Hashtag Respect, ich kann immer wieder nur sagen, behandelt andere so, wie ihr auch behandelt werden möchtet. Dieses ganze Gehate im Internet, ob es YouTube ist oder Facebook, Alter, wenn ihr vor einem steht, da habt ihr so eine kleine Fresse. Da kriegt ihr meistens den Mund noch nicht mehr auf. Also, geht freundlich miteinander um. Wir sind eine Community. Und es wäre auch schön, wenn in dieser Community auch ein bisschen mehr Frieden herrscht. Lasst doch die Leute einfach leben. Toleranz heutzutage sollte kein großes Thema mehr sein. Also in diesem Sinne, Hashtag Respect. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann mal schaffen, dass wir alle einen freundlichen Umgang untereinander herstellen. Herstellen ist falsch. Dass wir alle einen freundlichen Umgangston untereinander haben und einfach mal Meinung Meinung sein lassen. Man muss doch nicht jeden Scheiß wirklich immer breit treten. Servus Leute, wir sind die Dampfer-Nerds und heute meine Kleinigkeit zum Thema Respekt. Wir haben lange überlegt, was wir euch sagen und wir sagen euch das wahrscheinlich einfachste, aber auch wichtigste. Habt selber Respekt, dann bringt man den auch euch entgegen. Dazu muss man natürlich noch sagen, das haben wir alle gelernt, denn wir haben alle eine gute Kinderstube, davon gehe ich fest aus. Und ja, man muss das sich in die Erinnerung mal wieder zurückholen und bewusst sein, dass man damit eventuell andere Menschen auch verletzt. Wir sind für mehr Zusammenhalt und Respekt in der Dampferszene und ja, in diesem Sinne, die Dampfer-Nerds sind raus. Macht's gut, Leute. Jo moin, der Patrick vom Kanal Dampf Brothers. Ihr kennt mich vielleicht noch, alte Überlieferungen und so. Ich repräsentiere die Meinung von Hendrik, Philipp und von mir selbst und zu dem Thema Hashtag Respekt. Also jetzt mal Butter bei die Fische. Es kann ja wirklich keinem
gefallen. Also diese ganze negative, aufgeheizte Stimmung kann ja keiner Spaß dran haben. Also ich meine, noch nicht mal der andere versucht in Social Media andere zu diffamieren oder zu beleidigen oder irgendwie überschwänglich zu kritisieren. Das kann ja keinem so richtig, also ich meine, Karma ist ja auch eine Bitch, Leute. Das kommt ja auch irgendwann alles wieder zurück, meiner Meinung nach. Ihr müsst das für euch selbst bewerten. Aber ich versuche so mit anderen umzugehen, wie ich gern möchte, dass man mit mir umgeht. Und das ist auf jeden Fall immer auf Grundlage einer gewissen Nachhaltigkeit. Ich würde mir echt wünschen, dass die sogenannte Blase wieder so ein Stück weit näher zusammenrückt und eher durch Menschlichkeit verständnisvoll, durch Menschlichkeit auffällt, durch einen verständnisvollen Umgang miteinander oder durch Hilfsbereitschaft als durch diese ganze Negativität. Die haben wir auf dem Rest der Welt gerade zuhauf und die großen Dinge haben irgendwann mal im Kleinen angefangen in der Regel und die Dampferblase oder das Dampfertum im Kern ist ja was irgendwann mal aus der Community entstanden ist und dann in die weite Welt getragen wurde. Und zu den Anfängen war ja wohl auch noch alles sehr harmonisch, ich war nicht live dabei leider, aber ich würde mir wünschen, dass das so ein bisschen zurückkommen würde und Hashtag Respekt ist dafür wirklich ein erster guter Schritt. Wir sitzen alle im gleichen Boot, in diesem Sinne. Grüße aus dem Westwood, hi. Ich wurde gebeten und soll was erzählen über Respekt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ehrlich gesagt, und vor allem, ich habe noch 45 Sekunden Zeit, also wir müssen das ein bisschen, ja, also, wisst ihr was, Leute, ich muss euch ganz ehrlich was sagen. Dampftuben, ja, für mich ist ein Hobby, ja. Bei einem Hobby, da entspanne ich mich, ja, da geht es mir gut bei, da habe ich den Stress vom Alltag, wo man mit genug Idioten zu tun hat, wo man sich nur rumärgern muss und so weiter. Und genauso will ich das auch weiterhalten. Und ich respektiere und akzeptiere dabei jeden, der das genauso sieht. Und ich gehe davon aus, dass jeder, der YouTube macht, der Twitch macht, der Instagram macht oder wie sie alle heißen, da sein Bestes gibt und da die Intention drin hat, sich da drin zu entspannen und anderen Leuten irgendwie vielleicht, je nachdem, zu informieren oder ein kleines Lächeln aufs Gesicht zu zaubern oder sonst irgendwas. Was einem Hobby nicht zuträglich ist, ist, wenn man sich gegenseitig da anfeindet und so, dann hört ihr doch auf, euch zu entspannen, Leute, und dann macht doch ein Hobby auch keinen Bock mehr. Also, seid vernünftig, ja, kommt. Lasst uns zusammen hier unseren Spaß haben und dann ist gut. Okay, da gehen Grüße raus. Aus dem Westwood, passt auf euch auf und immer dran denken, Kinders. Westy knows best. Macht's gut. Ach, Hashtag Respekt. Hey, ich bin der Marcel von LiquidCheckTV und ich bin gerne in diesem Video dabei, muss aber auch gleich sagen, ich finde es ziemlich schade, dass so ein Video überhaupt erst gemacht werden muss. Es entwickelt sich nämlich gerade was in der Dampferszene auf YouTube, was mir so nicht gefällt. Leute werden einfach fertig gemacht für denen ihre Meinung. Meinungsverschiedenheiten sind okay, aber die Leute dann gezielt darauf fertig zu machen, mit null Respekt an die Sache ranzugehen, ist absolut die falsche Herangehensweise. Lass uns zum Ursprung zurückkehren, zu einer geilen Community, für ein Miteinander, nicht gegeneinander. Und hier ist es doch egal, ob ein großer YouTuber dabei die Rolle spielt oder ein kleiner YouTuber. Wichtig ist hier nur Hashtag Respekt. Hallo Leute, mein Name ist Tristan, ihr kennt mich wahrscheinlich besser als den Wellbechdackel und hier ist mein kleiner Beitrag zu dem Thema Respekt. Und zwar finde ich es schade, dass sich viele Leute in letzter Zeit oder was ich bis jetzt beobachtet habe, sich in der Anonymität des Internets verlieren und dadurch respektlos mit anderen Menschen umgehen. Deshalb hoffe ich, dass dieses kleine Video einfach mal wieder aufzeigt, was es heißt, Respekt füreinander zu empfinden, beziehungsweise andere Menschen respektvoll zu behandeln. Dazu gab es mal einen coolen Slogan, ich glaube, es war ein Werbeslogan, von einem großen deutschen Baumarkt, der hieß Respekt, wer es selber macht. Ganz einfach, wenn ich Menschen mit Respekt behandle, werde ich auch mit Respekt behandelt. Wie man in den Wald ruft, so schallt es hinaus. In diesem Sinne, vielen Dank, euer Wellbechdackel. Wir sind die Dampfplauderer von Dampfplauderer TV. Wir haben in unserer
Dampferkarriere und auch, ja, nennen wir es YouTuber-Karriere festgestellt, dass die Umgangsformen im Internet, auf Facebook, auf YouTube, stark gelitten haben in den letzten Jahren. Gerade auch die Umgangsform in den sämtlichen Social-Media-Kanälen hat sich wirklich massiv verschlechtert. Manchmal passiert es sogar, dass Anfänger eine Frage stellen und dann blöde Antworten ernten. So, wie mische ich am besten meinen Heisenberg an, wenn dann irgendjemand schreibt, am besten gar nicht, das ist wenig hilfreich, Leute. Hashtag Respekt. Ja. Das soll einfach dafür sorgen, dass wieder normale Umgangsformen eintreten im Internet, damit wir alle unserem gleichen Ziel näher kommen. Wir haben auch alle das gleiche Ziel. Und zwar weg von der Zigarette. Einfach nur seine Sucht oder sein Ritual durch etwas anderes, vielleicht weniger Schädliches, zu ersetzen. Nicht nur vielleicht weniger schädlich, es ist erwiesenermaßen weniger schädlich. Ganz genau. Und darum geht es einfach. Niemand von uns wusste von Anfang an, was er tut, wie er es tut, wie er sich mit diesen ganzen Werten zurechtfinden soll. Und da sollte es doch jedem ein Anliegen sein, Leute zu retten, zu einer weniger schädlichen Alternative zu helfen und eben, ja, einfach was beibringen. Und auch Wissen zu teilen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Dadurch, dass das Dampfen eben auch so verdammt individualisierbar ist, ist nicht einfach nur Zigarette, Feuer, feuerfrei. Deswegen behandelt euch mit Respekt. Genau, und das ist auch der Grund, weswegen wir uns hier anschließen und sagen Hashtag Respekt. Ole Ole, mein Name ist Kevin vom Kanal Dampf Ole. Ihr habt bestimmt schon selber mitbekommen, was es für Anfeindungen gibt, egal ob das jetzt hier auf Facebook-Gruppen ist oder sonst wo oder in YouTube. Es wird immer mehr Hate in unserer Dampferszene verbreitet. Hashtag Respekt. Respekt heißt, dass man sich gegenseitig schätzt, ob man sich nicht kennt, ob man sich kennt, unter Kollegen oder unter Zuschauern. Ich persönlich habe vor jedem Respekt, sei es unter den Kollegen oder auch unter jedem Zuschauer. Oder egal welchen Menschen in meinem Umkreis, in meiner Familie. Wir verfolgen doch alle ein Ziel. Wir wollen, dass Menschen wegkommen von der Zigarette und umsteigen auf eine E-Zigarette. Dass sie keine Krankheiten mehr bekommen und dass sie ein längeres Leben haben. Stellt es euch einfach nur mal vor in eurem näheren Umkreis, wenn ihr einfach sagen könnt, okay, meine Familie muss nicht mehr an den Folgen einer Zigarette sterben. Deswegen bitte ich euch um einfach mehr Zusammenhalt in der Community. Allgemein im Leben, hab mir Respekt und deswegen Hashtag Respekt. Hey Leute, mein Name ist Alex, ich betreibe den Kanal Pixellieben und ich wollte zu dem Thema auch noch was sagen. Ich glaube, dass Streiten sehr wichtig ist. Beim Streiten lernen wir voneinander. Das ist nicht von mir, das ist von Goethe. Aber tatsächlich ist es so, dass ich viele Erkenntnisse, die ich habe, wirklich im Streit gewonnen habe. Und das hat immer dann funktioniert, wenn wir fair miteinander gestritten haben. Das heißt, ich habe ein Gegenüber, das versucht mir zuzuhören und auf meine Argumente einzugehen. Und da kann es auch schon mal hitzig werden, es kann leidenschaftlich werden, es kann laut werden. Was es niemals werden darf, das ist verletzend. Ich möchte immer so streiten können, dass ich der Person, mit der ich streite, anschließend noch in die Augen schauen und ihr die Hand schütteln kann. Und das finde ich sehr wichtig und ich finde, das ist Respekt. Ja, hi Leute, auch ich möchte noch was zum Thema Respekt sagen. Ich bin der Thomas vom Kanal Steamshots TV und bevor ich was dazu sage, möchte ich mich natürlich erstmal beim Vape Devil und beim Dampfbossi für das Thema überhaupt bedanken. Also, dass die hier überhaupt dieses Projekt ins Leben gerufen haben, dass der Dampfbossi überhaupt mal aufmerksam gemacht hat mit dieser guten Idee. Und ja, auch ich finde das Thema Respekt untereinander unheimlich wichtig. Ich war auch ab und zu mal Anstoß von Diskussion, aber letztendlich ist das natürlich kein Grund, aus Diskussion Kriege zu führen, wie das doch in der Vergangenheit passiert ist. Also seit 2017 hat sich die Szene nicht zum Positiven verändert. Auch ich habe einige Plattformen verlassen, einfach weil ich ja keine Lust mehr darauf hatte. Und ich würde mir wünschen, dass der Zusammenhalt, wie er jetzt auch schon so oft besprochen wurde, irgendwo wieder zurückkommt. Letztendlich ziehen wir alle gemeinsam an einem Strang und kämpfen eigentlich für die Sache E-Zigarette, also dass Raucher
den Umstieg schaffen und dass man ihn eben in Form von Shops, Videos, was auch immer, sozialen Medien wie Facebook hilft, das auch durchzustehen. Ja, und für viele da draußen, ihr wisst es, ist der Umstieg mit Hilfe sehr, sehr leicht. Und auch das wollen wir in Zukunft irgendwie fortführen. Und ich glaube daran, ich hoffe, wir können auf diesem guten Weg, den wir irgendwann mal eingeschlagen haben, weitermachen, ohne Vorwürfe, ohne dass der andere dem anderen was unterstellt. Und ihr wisst, was ich meine. Also das, was in den vergangenen Monaten ziemlich viel passiert. Und ja, Hashtag Respekt, also dafür stehe auch ich. Trying to protect your soul.